war vermutlich nur ein Spinner. Was ist mit Twitch Alerts los? Aktualisiert sich gerade irgendwie ein bisschen seltsam. Nächste Quest. Finde den Typen. Folge dem Freedom Trail. Wieso eigentlich nochmal? Kehr zum Polizeirevier Cambridge zurück. Untersuch das Museum der Hexerei. Gib. Achso, das ist so sonstiges. Sheffield, eine Coca-Cola, das kann ich machen. Das kann man so nebenher kurz erledigen. Sheffield. Cola. Coca-Cola. Hier, bitte. Oh, danke. Danke. Ich hab's nur für die Erfahrungspunkte getan. Hey, Sheffield. Was hältst du davon, für mich zu arbeiten? Wirklich? Meinst du das ernst? Nee, ist schon okay. War nur ein Scherz. Was ist daran so lustig? Was war ich? Ja, genau, dann gehen wir mal zurück zum Polizeirevier. Karte. Was? Erkunde das Combat Zone. Wieso? Okay, wenn ich dann jetzt im Polizeirevier bin, werde ich wahrscheinlich wieder eine Quest von dem Typen kriegen, beziehungsweise ich kann mich dann ja der Bruderschaft anschließen. Ob ich dann permanent eine Powerrüstung tragen könnte? Die Powercores sind halt ziemlich teuer. Ach, das ist der Hund. Klang so wie ein Skorpion oder ein Meierlork oder sowas. Irgendwas, was halt so macht. Schön, dass Sie noch leben. Hat es geklappt, Sir? Die Mission ist abgeschlossen. Wir haben den Sender. Endlich mal gute Neuigkeiten. Gute Arbeit, Sir. Das sieht aus wie Rainer. Halen, Reese, aus StarCraft. Du bist den neuesten Rekruten des Erkundungsteams. Sie ist ziemlich vielversprechend. Und mit der richtigen Führung hat sie das Zeug dazu, eine der Besten zu werden. Rekrut? Nachdem ich euch so viel geholfen habe, hätte ich etwas mehr erwartet. Hey, du solltest dich glücklich schätzen. Ich musste über einen Monat Training überstehen, bevor sie mich auf meine erste Mission geschickt haben. Also hast du beschlossen zu bleiben, was? Ich hatte erwartet, dass du dir deine Belohnung holst und dann verschwindest. Ich muss dir überhaupt nichts beweisen. Doch, musst du. Du musst mir beweisen, dass du mir keine Kugel in den Rücken jagst, sobald ich mich umdrehe. Reese, das reicht. Ob es dir passt oder nicht, ihr werdet lernen müssen, zusammenzuarbeiten. Und du? Du solltest dir klar machen, was es bedeutet, zur Bruderschaft zu gehören. Wir sind keine Söldner. Wir sind eine Armee. Und wir haben unser Leben einem strikten Verhaltenskodex untergeordnet. Wenn du weiter bei uns bleiben willst, wirst du diese Grundsätze ohne Widerspruch befolgen müssen. Gehört dazu, enthaltsam zu leben? Sonst bin ich nicht dabei. Nein, andersrum. Dann bin ich nicht dabei. Dann bin ich nicht dabei. Verstanden. Wunderbar. Ich weiß, dass du loslegen willst, also komme ich direkt zum Punkt. Ich verlange nur zwei Dinge von den Leuten, die unter meinem Kommando stehen. Ehrlichkeit und Respekt. Du fügst dich in die Gemeinschaft ein. Ich gebe dir einen Befehl, du befolgst ihn. So einfach ist das. Bevor ich dich für weitere Aufgaben zu Halen und Reese schicke, gibt es noch eine Sache zu erledigen. Von diesem Tag an sollst du den Rang Anwärter tragen. Das ist nur ein Ausbildungsrang. Höhere Ränge darf ich nicht vergeben.
Der Witz ist halt. Was habe ich gerade gesagt? Ja, also Respekt und Ehrlichkeit. Okay, Ehrlichkeit kriegen wir hin, aber Respekt hast du noch nicht verdient. Gut, in Ordnung. Wunderbar, Soldat. Ad Victoriam, Anwärter. Sie weiß doch nicht mal, was das heißt, Helen. Ad Victoriam bedeutet zum Sieg. Für uns ist eine Niederlage nicht hinnehmbar, denn wir kämpfen für die Zukunft der Menschheit. Unser Schlachtruf ist viel mächtiger als jede Waffe, die du dir vorstellen kannst. Merk dir das. Nein, So, das ist jetzt Skyrim. melde dich bei Halen oder Reese für deine nächste Aufgabe. Wegtreten, Soldat. Das funktioniert übrigens nicht, dass ein Kampfschrei stärker ist als Waffen. So. Mal gucken, was wir erkunden. Ich hoffe, den Unterwäscheschrank von jungen Frauen. Kommen die raus? Ach, die kommen nicht raus. Was muss ich machen? Unterstützer des Erkundungsteams in der Wunderschau. Okay, das heißt, ich muss mit denen reden. Tut mir leid, dass ich rausgegangen bin. Gelehrte, zeigt dir Rice noch immer die kalte Schulter? Ich krieg das schon hin. Tatsächlich? Wäre das erste Mal, dass das jemand schafft. Rice gehört mit Leib und Seele der Bruderschaft. Für ihn gibt es sonst nichts. Sie ist seine Familie, sein ganzes Leben. Wenn etwas Seine anderes auf den Geliebte. Plan tritt und ihm in den Weg kommt, schiebt er es beiseite. Weißt du, dass du in der Werkbank Sachen ablegen kannst? Weißt du, dass ich überall Sachen ablegen kann? Ich kann buchstäblich dastehen und Sachen ablegen. Pass auf. Ich brauche dafür keine Bist du noch Werkbank. hier bei uns? Pass auf. Funktioniert wunderbar. Nein, man kann überall Sachen ablegen. Da überrascht mich das mit der Werkbank nicht. Läuft da etwas zwischen euch beiden? Das geht dich nichts an. Verdammt. Schau, gib Rice einfach ein wenig Zeit. Er wird sicher erkennen, wie wertvoll du für uns bist und zu Sinnen kommen. Bist du bereit, deinen ersten Auftrag anzunehmen? Ah, stimmt. Bisher habe ich ja nur Männer überredet. Was genau macht ein Gelehrter bei der Bruderschaft? Wir tun alles, was die Piloten und Soldaten brauchen, um ihre Mission durchzuführen. Alle Forschungen, Reparaturen, taktische Planungen, so ziemlich alles. Wir übernehmen die technischen Aufgaben. Ich bin ein Einsatzgelehrter und daher mit den Soldaten unterwegs. Manchmal drücke ich auch gerne selbst den Abzug. Aber keine langweiligen Einzelheiten mehr. Bist du bereit, für den Auftrag auszurücken? Ja, komm, los geht's. Nein, ich Na, brauche fuck! noch Zeit. Alles in Ordnung, ich verstehe. Hol dir, Ich was hab du daneben brauchst und gedrückt. komm wieder, wenn du bereit bist. Ich bin Helen, fertig. da bist du ja wieder. Bist du bereit, deinen ersten Auftrag? Bereit. Großartig. Ich erzähle dir, was zu tun ist. Eine der wichtigsten Aufgaben der Bruderschaft ist das Finden und Erhalten von Technologie, die bei den Bombenabwürfen verloren ging. Ich habe eine Liste mit Orten, an denen sich Artefakte befinden. Hol sie, damit unsere Gelehrten sie katalogisieren und studieren können. Hier, mit diesen Informationen solltest du dein erstes Artefakt finden können. Viel Glück und sei vorsichtig. Aber wenn du das in der Werkbank ablegst, kannst du auf die Sachen bei anderen Werkbänken in der Siedlung zurückgreifen. Und wenn du Handelsrouten zwischen den Siedlungen erstellst, kannst du auch siedlungsübergreifend darauf zugreifen. Du weißt, dass ich im Moment genau 0,5 Fucks gebe, wie die Siedlungen untereinander kooperieren. Ich reise zu meiner einen Siedlung, lege dort mein Zeug ab, hole es ab, wenn ich es brauche, und reise weiter. Ich dachte, du meinst wirklich, dass ich in jeder Stadt, auf die Werkbänke zugreifen kann. Besorge die Flugsensortechnologie aus Monsignor Plaza. Ah. Ich habe da irgendwie noch eine andere Mission in der Nähe. Ich habe so das Gefühl, dass ich die Playlist.
Er wurde. The fuck? Warte ganz kurz. Wie? Okay. Ja. Ohne Scheiß, ich schreib das hier kurz irgendwie auf. 10 Stunden, 28, 30 oder sowas war's. Ich muss nach Osten. Ain't that a kick in the head? College, Rechtsbüro. Ey, wie kann man so drauf gehen? Was denn? Du bist sowas von tot! Wie lange machst du heute? Bis 11. Ich überlege ein bisschen früher aufzuhören, wenn jetzt so niemand mehr kommt, aber ich glaube Escort kommt gleich. Und dann kann man wieder eine gemütliche Quasselrunde machen. Weg! Weg! Also bis 10, wenn jemand da ist. Oder halb 10 oder sowas. Je nachdem, wie halt jetzt so die Missionen dauern. Und ansonsten halt bis 11. Keine Ahnung, vielleicht habe ich auch Bock, dir noch mehr zu spoilern von Fallout 4. Zum Beispiel, will jetzt auch anfangen. Ja, ich meine, keiner hindert dich ja daran, selber das Spiel zu starten. So, da drin? Drüben? Irgendwie? Kann man da rein? Nein? Ah, okay. Ich habe zum Glück bei allen wichtigen Sachen nicht aufgepasst. Dein Partner stirbt und dein Sohn wird entführt. Und dein Sohn heißt Sean. Und dann gehst du nach Diamond City und stellst fest, es könnte die Organisation dort damit was zu tun haben. Nein, das kann dir nicht egal sein. Ich bin derjenige, der so spielt, als wäre es mir egal. Ofenhandschuh nehme ich. Man weiß nie, wenn man etwas Heißes anfassen möchte. The fuck? Wo war ich hier in der Waffe?
Wieso werde ich immer von random Minen und Waffen beschossen und in die Luft gejagt? Du kannst in der Städtebauansicht die Materialien merken. Wie meinst du das? Verbanntes Lifestyle-Magazin. Also ich hätte, würde ungern einen verbrannten Lifestyle haben. Kleiderbügel. Werde ich jemals meine Sachen aufhängen? Patriotenhalstuch. Abgenutzter Filzhut. Eine Melone. Ach, das ist eine Melone. So dass die dann über dem Loot angezeigt werden. Ah. Moment, ich muss den Satz vorlesen. So dass die dann über dem Loot angezeigt werden, dann können. Professionell, professionell. Ich wusste doch, dass ich den anderen gelesen habe. Scheiße, was war das? Deine Mutter war das. Die ist zu Besuch. Niemand schleicht sich von hinten an mich ran, du Motherfucker. Arschloch. Ich brauche etwas, das schneller schießen kann. Zum Beispiel das hier. Wenn du zum Beispiel Plastik merkst, dann zeigt der Plastik über den Sachen an, die zu Plastik werden können. Ja, Maxim, nochmal. Ich werde mich mit dem Städtebausystem sehr lange nicht beschäftigen. Ich habe jetzt das als Quest gemacht. Jangles, der Mondaffe. Ich überlege, ob der wichtig sein könnte. Ich nehme den einfach mal mit. Und ansonsten werde ich halt gucken, dass ich damit einfach nichts mache, weil ich sehe einfach keinen Grund. Nach oben. Ah, gut. Da fuck. Nicht mehr zu sehen von dir. Mein armer Hund. Oh Gott. Ja, die beiden werden zusammengeworfen. Oh Mann. Oh Mann. Ich weiß nicht, ich glaube, ich muss so ein Bug-Highlight machen. So alle Bugs von Fallout 4. Weil die haben einfach zu viel Humor. Teilweise. Ah! Ich meine, recht weit am Anfang war schon diese eine Szene, dass halt der Untertitel nicht richtig funktioniert hat. Erreicht viele Leute. Möglich, ja. Griswolds Terminal. Cool. Ich habe ja diesen Dixworth-Systeme angeschlossen. Wohl aber in Güstels Gedichtesammlung.
Lesen verboten, ja, du bist gemein, Jubel. Oh Gott. Gib's mir einfach. Das Holoband. System angeschlossen. Ich habe endlich alle Terminals angeschlossen. Es hat eine Weile gedauert, bis alle Geschütztürme richtig funktioniert haben. Ich muss daran denken, was Schönes für Jake zu besorgen, nachdem was mit seiner Maulwurfsratte passiert ist. Würde mich nur doch Sue nicht so nerven, weil das so lange dauert. Nur weil sie ein paar Holobänder laden kann, heißt das noch lange nicht, dass sie weiß, wie kompliziert diese alte Mist ist. Egal, jetzt funktioniert alles. Okay. Kein Altgeld, schade. Reflexvisier. Ich gehe dann mal selber in das Ödland. Okay, viel have fun. Springe hoch, RIP. Okay, da habe ich also mein erstes Artefakt. Gleich bei diesem Raider, der verdammt nochmal drauf zu gehen hat. Oh, Moment. Okay, hab ihn. Flugsensor, habe ich ihn. Taktisch schwer Jagdgerät. Verstreift lackiert Metallrüstung. Cool. Plus gibt ein bisschen mehr Rüstung als das, was ich bis jetzt hatte. Kronkorken, Zeug, Kaliber und Altgeld. Altgeld ist schön. So, dann gucken wir mal, ob es einen alternativen Ausgang gibt. Okay, ich laufe etwas vorsichtiger durch die Gegend. Ah. Cool. Das hätte ich gern früher gewusst. Ich bin nämlich durch 10.000 von den Dingern gelaufen. Oh. Schnell. Durch, durch, durch. Oh. Nein, nein. Zurück, 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 zurück. Ich will nicht verstrahlt werden. Verstrahlt werden macht keinen Spaß. Gut. Und irgendwie kommt man hier bestimmt doch raus. Nichts. So, dann gab's. Wo ist der Ausgang? Hier. Es würde mich halt einfach mal freuen, wenn das Ganze mal eine Wendung kriegen würde an der einen oder anderen Stelle. So, dann bringen wir das mal wieder zurück. Es wird angenommen, dass das Institut aus den Überresten des CIT, des Commonwealth Institutes of Technology, entstanden ist, aber die Hochschule selbst ist seit mehr als 200 Jahren eine Ruine. Mit Hilfe einer Waffenwerkbank kannst du die meisten deiner Waffen mit nützlichen Modifikationen versehen. Zum Beispiel eine Penispumpe. Oh, das war doch bei Explosum vor kurzem. So, hier hast du eine Waffe, aber die schießt mit Gleitmittel. Und hier hast du eine Taschenlampe. Du kannst aus ihr ein Messer hervorziehen. Sie ist auch eine richtige Taschenlampe. Und innen drin ist eine Vagina.
Und so stelle ich mir das auch so vor, so eine Waffe, die so ein riesengroßes Rad drumherum hat. Und das eine ist halt so ein Gleitgelspender, das andere ist so ein eine künstliche Vagina, all sowas halt. Ja. Halen, wie läuft es mit der Technologie? Schon gefunden? Nein. Hier, gut. Ich hatte gehofft, du bringst sie sicher wieder zurück. Hier, Ich sollte deine euch eigentlich Person ist eine erschießen. erfolgreiche Rettungsaktion. Ich glaube, Dance wollte mit dir sprechen. Wenn du wiederkommst, habe ich eine weitere Mission für dich. Gut.